Warum ist es so okay, während des Spiels in den Bierbecher zu pinkeln? Macht das einer? Es ist nicht okay, in seinen Bierbecher zu pinkeln, definitiv nicht. Das war Derby gegen Borussia Mönchengladbach und die Gladbach-Fans auf dem Oberrang haben auf die Gladbach-Fans im Unterrang gepinkelt. Ich finde es einfach wirklich asozial. Und aber hochgradig. Nee. Warum hält die Fußballliebe ein Leben lang? Wäre dir schon nicht gelogen, wenn man sagt, Schalke ist wie Religion. Wie mit einem Kind, das irgendwann geboren wird, da geht die Liebe jetzt auch nicht verloren. Stell dir mal vor, du sagst jetzt auf einmal, du bist Gladbach-Fan. Ja, könnte ich auch nicht mehr nach Hause kommen, ne? Wär vorbei. Warum könnt ihr im Stadion heulen, aber nicht, wenn die Freundin Schluss macht? Weil das viel schlimmer ist, wenn der FC absteigt. Ja, muss man aufpassen, was er jetzt dazu sagt. Manchmal ist mir einfach danach und dann heul ich. Ja, aber weinen im Stadion, wenn wir gegen Real Madrid spielen und das Choreo am Anfang kommt und Champions League Musik. Das ist so ein Moment, dass du einfach weinen musst, oder? Die Feindschaft zwischen den einzelnen Vereinen ist doch lächerlich. Ja, gehört ja dazu, wäre sonst langweilig. Ich meine, letzten Endes lieben wir alle die gleiche Sportart. Und warum solche Anfeindungen, Feindschaften da, keine Ahnung. Es ist ja auch irgendwo ganz witzig, ne? Wenn es diese Rivalitäten nicht gäbe, dann würde es auch nur noch halb so viel Spaß machen. Ohne euch und eure Fangesänge wäre es im Stadion einfach nur langweilig. Ja, so ist es. Ich war zum Beispiel Auswärtsspiel in Gelsenkirchen dabei. Die Ultras sind ja leider noch, dürfen erst nächstes Jahr wieder dabei sein. Und wir sind komplett untergegangen. Auf der Westkurve im Unterrang, immer einer, mit denen haben wir auch schon mal in der Ubierschenke zusammengestanden. Zumindest Tobi und ich, glaube ich. Der okay. ist eine Handbreit größer als ein Ferkel, aber der ist so laut. Und der brüllt dann immer rüber und dann fängt das halbe Stadion an mitzusingen, wenn, ja. wenn die anderen boykottieren. Das ist auch immer super witzig. Fußball ist euch wichtiger als die Familie? Nein. Schlimm ist, wenn man überlegt. Wenn ich die ersten Schritte meines Sohnes verpasse oder die ersten Worte, das kann ich niemals wiederholen. Und das kommt dann nicht abends in der Sportschau zum Wiederholen oder so. Fußball wird nicht wichtiger sein als meine Familie, definitiv nicht. Naja, ich habe meine kirchliche Hochzeit so nachgelegt und terminiert, dass ich wusste, dass da nicht Schalke spielt. Wieso geratet ihr immer mit der Polizei aneinander? Ich bin einmal nach dem Spiel über Rot gegangen und das war schon dumm von mir, aber da bin ich nicht geraten, habe ich freundlich mit den Polizisten gesprochen. Viele bringen halt mit Fußballfans einfach auch Gewalt und Polizeieinsätze in Zusammenhang und das finde ich eigentlich nicht gerechtfertigt. So viel Geld für Dauerkarten, Trikots und Auswärtsfahrten zu verballern, ist doch Geldverschwendung. Quatsch. Ja, aber da kann man ja zu vielen Sachen sagen, ne? Das Schlimme ist, man merkt so gar nicht, was man letztendlich immer aus dem Fanshop so nach Hause schleppt. Die Trikots, ich als alter Pfennig-Fuchser kauf die immer im Angebot. Warum ist es okay, den Schiri zu beleidigen? Ja, irgendeiner muss halt abkriegen, ne? Er hat keine Fans hinter sich im Stadion. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was er hat. Sobald das übers Stadion hinausgeht, über die Masse hinausgeht, finde ich das sehr bedenklich und es darf eigentlich nicht sein. Ja. Einen Sündenbock muss es ja geben, wenn die eigene Mannschaft total verkackt hat. Warum müsst ihr die anderen Fans immer so primitiv beleidigen? Ja, guck dir die mal an, ne? Es ist ja halt so, dass die leider die Stimmung dann am besten bei den Lieder ist, wo halt jemand beleidigt wird. Das ist meine letzte Erfahrung. Wir tauschen unter Fans halt jetzt in dem Fall vielleicht Schalker und Dortmunder, weil es jetzt halt Revierderby-Rivalen sind, natürlich unsere üblichen Floskeln aus, aber nie so, dass es verbal so unter die Gürtellinie geht, um einen zu verletzen. Stell dir die Frage mal andersrum vor. Wir werden ja genauso primitiv beleidigt. Nimmst du das ernst? Nee, kein bisschen.